Stempelharmonie. Ich bin Janine und zeige euch heute eine neue Glückwunschkarte zur Hochzeit mit dem tollen Stempelset Ewige Blüten und den neuen Embossing-Folder Pariser Schnörkel. Super hübsch, wie ich die mache. Das seht ihr jetzt. Als erstes nehmen wir uns wieder das Schneidebrett und ein Cardstock in Flüsterweiß. Den schneiden wir uns wieder zu in, mache ich mal so lang, 20 mal 17. In diesem Format mache ich irgendwie in letzter Zeit alle meine Karten, weil ich die Größe, also das Kartenformat an sich einfach irgendwie hübscher finde. Und an der 20er Seite nochmal angelegt bei 10 und da wird dann geprägt. So, da haben wir dann die Grundkarte. Dann brauchen wir noch einen Kartenaufleger. Da können wir dann quasi immer die Reste nehmen. Ich überlege mal, weil wir den ja auch nochmal zurechtschneiden müssen. Ob ich mir das gleich ein bisschen kleiner mache? Egal. Nehmen wir einfach den Rest davon und schneiden den in, sagen wir mal, 8. Mal 15, also 2 cm kleiner als der Rand. So, dass wir hier einen hübschen Kartenaufleger haben. So, dann brauchen, dann nehmen wir uns die Pariser Schnörkel. Das ist ein wunderschöner Embossing-Folder, den habe ich auch noch nie verwendet, deswegen nutze ich den jetzt. Und damit embossen wir dieses Stück, also den Kartenaufleger. So, da sind wir schon zurück. Den habe ich jetzt durchgejagt und das Schöne ist, dass dieses Kartenformat direkt reinpasst in den Embossing-Folder. Also da oben ist nur noch so ein kleines Stück. Also eigentlich passt der haargenau rein, dieses Format. Also perfekt. Und hier sieht man schon, wie toll das geworden ist. Ach, ist das hübsch. Das gefällt mir richtig gut. Okay, dann, also der wurde jetzt hier quasi so raufgelegt. Das sieht jetzt schon total schön aus. Dann nehmen wir uns das Stempelkissen Ewige Blüten. Und zwar hier alles Mögliche, was hier... Habe ich das drin? Nee, wo ist das jetzt schon wieder? Ist auch noch nicht verwendet, noch komplett neu. Alles, was hier jetzt am Blüten ist, wird jetzt nochmal gestempelt. Also Blüten und Blätter. So. Platziere ich mir hier auf meine Acrylblöcke. So, ich habe hier das jetzt in einen kleinen Abstand gemacht, weil danach will ich das Ganze stanzen. Und da muss es ja auch drauf passen, weil ich nicht öfter anfangen will. Also nicht immer eins und dann erst das andere, sondern ich will alle auf einmal stanzen. Mal gucken, ob das hinhaut. So, dann nehmen wir uns nochmal ein Flüsterweiß und ein Stempelkissen in Savanne. Übrigens auch noch eins von 2014. So, die werde ich mir jetzt alle erstmal stempeln. Den mache ich mir gleich zweimal. Mal gucken, ob ich ihn brauche. Ich weiß noch nicht genau, ob ich alles nutze. Deswegen vielleicht schaut ihr euch auch erstmal das Video einmal an. Und entscheidet dann. So, jetzt habe ich mir erstmal alles gestanzt. Das hier kann dann erstmal weg. Obwohl, nee, ich lasse es noch da. Weil wir malen erstmal aus. Und zwar habe ich hier einen Wassertankpinsel. Und schon mal das Stempelset in Kirschblüte. Und weil ich das Ganze so ein bisschen Vintage haben will, nehme ich mir auch nochmal den Braunton. Dann ein Schmierblatt, damit ich das hier alles, damit ich mir das nicht verschmatter. Und jetzt male ich mir das erstmal alles aus. Also ich gehe einfach mit der Spitze ins Stempelkissen und habe dann hier eine ganz zarte Farbe. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. So ganz zarte Farbe. Übrigens auch schon ein älteres Stempelkissen.
Aber ich will sie auch nur ganz zart haben. Wer es stärker möchte, der kann ja andere Farben benutzen. So, damit gehe ich jetzt quasi Blätter rum. Alle Blüten werden jetzt so quasi so und alle Blätter, die mache ich hier in diesen Braunton, damit es halt ein bisschen vintage ist. So ist jetzt alles fertig. Die Stempelkissen können quasi weg. Und wie ihr schon ganz oft gesehen habt, nehme ich immer meinen Stamping Scrub, um meine Stempel zu säubern. Und dann habe ich hier den Stempelnebel und mache das auf die nasse Seite. Da sind auch Tropfen, deswegen sieht man, dass das nass ist, also dass da nass hingehört. Dann wische ich das einmal drüber, dann sieht man hier schon, dass der schon sauber ist. Und hier, wo die Sonne ist, wird er einfach trocken gerubbelt. Dann ist er fertig. Packe ich aber später dann erstmal weg. Und das mache ich halt mit allen. Also ich finde das Teil toll. Ich habe schon viele damit angesteckt, sich das dann auch zu holen. So, fertig. So, dann kann das wieder zurück. Und das hier werde ich einmal ausstanzen mit dem passenden Stanzschablon. Kirschblüten, passt. Kirschblüte heißt ja auch das Stempelkissen. Ja, und dann nehme ich mir jetzt so die passenden Stanzen raus. Hier kann man noch so viele Süße, ich glaube, die werde ich mir auch noch ausstanzen. Diese hier, aber dann direkt in Kirschblüte, vermutlich. Muss ich mal überlegen. Im Weiß oder Kirschblüte werdet ihr dann gleich sehen. Auf jeden Fall brauchen wir erstmal den großen. Die sind auch noch nicht verwendet, auch noch neu. So, da passt schon mal das Große hin. Dann haben wir das für die Blüte. Muss man sich nur richtig ausrichten? Ich glaube so, nö. Ja, da muss man erstmal gucken, wie das jetzt richtig ausgerichtet ist. So passt es ganz gut. Dann hier die Blätter dafür. Und dieses Teil dafür. Da sind gleich zwei drin, das ist praktisch. So, und auch zwei Blätter sind hier schon mit drin. Dann kann ich die auch in einen Schub schon mal ausstanzen. Ja, und dann werde ich halt diese noch verwenden und diese noch verwenden. Dann komme ich gleich wieder. So, ich habe die jetzt ausgestanzt. Und habe mir das schon mal raufgelegt gehabt auf die Karte und habe gemerkt, dass ich wirklich nicht alle brauche. Also ich habe jetzt quasi das für eine Karte und das nochmal für eine weitere Karte. Also ich kann jetzt zwei Karten draus machen. Also man braucht dann wirklich nur einmal, wenn es euch so gefällt, wie ich es gemacht habe. Ich habe dann jetzt noch die Stanzform, wenn ich sie finde. Etiketten mit Stiel. Das sind die hier und davon habe ich mir das jetzt ausgestanzt. Auch gleich zweimal auch eins für die andere Karte. Und zwar mit diesem Papier. Das kommt aus dem Designpapier. Wo ist es? Ganz mein Geschmack. Auch ein neues aus diesem Katalog. Total schönes Papier mit ganz vielen verschiedenen Strukturen und so. Ich liebe ja sowas. Da habe ich mir halt die hellste Stelle hier rausgesucht, weil wir gleich noch was stempeln möchten. Und zwar packe ich mir das schon mal hier auf ein Schmierblatt drauf. Dann nehmen wir uns wieder einen Acrylblock und wir nehmen uns einen schönen Stempel. Und ich werde nehmen, man kann neben zwei Herzen ein Versprechen. Ich will halt einen größeren nehmen, weil das hier passt viel rauf und da wollte ich gerne einen größeren haben. Also nehme ich den größten, der hier ist. So vom Umfang her und das ist hier, Liebe hält die Zeit an und lässt die Ewigkeit beginnen, finde ich auch total schön. Ich finde es ein bisschen schade, dass die so klein sind. Wahrscheinlich ist es nicht so wirklich gemacht für so ein Etikett mit draufbringen. Es sieht schöner aus oder es würde wahrscheinlich schöner aussehen, wenn man hier die Karte so an sich gestaltet und dann in der Ecke einen Spruch drauf macht, weil da kommen kleine Sprüche besser zur Geltung oder sind irgendwie einfach passender. Und dafür sind die wahrscheinlich eher gemacht. Aber ich mache das heute mit Etikett. Nehme mir halt den Stempel.
Setze mir den auf meinen Acrylblock. Nehme mein Embossing Body, den gibt es leider nicht mehr, aber vielleicht geht es auch ohne, aber ich finde es mit irgendwie besser. Vielleicht kann man sich daraus irgendwas basteln, vielleicht bringt auch Stamping Up mal wieder einen neuen Embossing Body raus. Tja, finde ich ein bisschen schade, dass der raus ist. So, dann mein Rosamark. Und dann kommt der mittig raufgesetzt. Ja. Man kann natürlich auch erst stempeln und dann stanzen, damit der nicht so schief wird, so wie es bei mir jetzt wahrscheinlich ist. Aber obwohl, es geht noch. Dann habe ich hier das Embossing Puder in Weiß. Kommt jetzt einfach darüber. Ja, hab's eigentlich ganz gut getroffen. Aber die Schrift ist halt wirklich winzig. Aber schön. Ist ein schöner Spruch. So, dann kommt das hier wieder zurück. Das kommt alles weg. Und dann habe ich meinen Heißluftföhn und das wird jetzt erhitzt auf Stufe 2. So, dann sieht das so aus. Ganz hübsch. So, dann kann rein theoretisch alles auf die Karte. Aber bevor wir es aufkleben, wollte ich noch was probieren. Weil ich finde, klar würde es jetzt noch mal ein bisschen schöner aussehen, wenn hier noch mal ein Rahmen drin wäre. Weil die Kante gefällt mir irgendwie nicht. Will aber jetzt nicht extra irgendwie was zuschneiden. Und da habe ich mir was überlegt. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich nehme mir hier dieses Falzbrett. Und mach mir hier einfach mit dem Stift eine Kante. Also ich ziehe hier jetzt einfach eine Kante und gucke, ob es gut aussieht. Schauen wir mal. Einmal rundherum. Und die natürlich auch oben unten. So, jetzt habe ich hier so eine Falzkante und gucke, ob es mir besser gefällt. Ja, tatsächlich. Ich finde, es gefällt mir jetzt besser. Ich weiß nicht, was sagt ihr? Vielleicht könnte man noch eine zweite Kante dazusetzen, aber so gefällt es mir irgendwie besser. So ist die halt so ein bisschen abgeflacht, sieht ein bisschen aus wie aus einem Bilderrahmen und irgendwie finde ich das jetzt schöner. Da muss ich mir jetzt nicht nochmal was zuschneiden. So, das wird dann verklebt jetzt so mit Abstandhalter. Guck mal, die Rückseite sieht auch voll schön aus. Ja, so mit Abstandhalter. Ich habe hier wie immer meine Rolle, aber die Stamping Up Abstandhalter, die sind schon alle fertig. Da müsst ihr euch die nicht noch extra zuschneiden. Die Rolle habe ich hier bestimmt schon seit einem halben Jahr in Gebrauch. Deswegen brauche ich mir jetzt erstmal nichts mehr holen. So, eins hier noch hin. Eins hier noch hin. Dann knüppel ich mir das Ganze ab. Das mache ich übrigens auch mit denen hier. Und dann kann es zusammengeklebt werden. So, dann fangen wir mal an mit Aufkleben. Das kommt hier vorne halt drauf. Ja, das gefällt mir wirklich viel besser mit diesem Rand. Einfacher Trick, einfach gemacht. Hat funktioniert. So, hier natürlich auch noch ein Abstandhalter. So, dann kommt hier alles rauf. Muss mal gucken, wie. Ich wollte es hier irgendwie so vielleicht. Na, ein bisschen rüber noch. Was ist los? So vielleicht. Dann kommt die Blume hier so ran. Ups, das habe ich nicht. Das habe ich. Das hier so reingesteckt.
kann ruhig hier über den Rand rüberschauen. Das finde ich gar nicht schlimm. Wo hatte ich denn das jetzt noch hier? Ja, das passt. Und das Blümchen stecke ich hier oben noch mit rein. So. Und dann ist die Karte auch schon fertig. Man könnte jetzt natürlich noch ein bisschen Bling-Bling machen. Vielleicht mache ich das noch nachträglich, weiß ich noch nicht genau. Aber so wäre es schon fertig. Eigentlich auch wieder recht fix. Und ja, mal wieder ein Embossing-Folder genutzt. Und ich finde ihn richtig hübsch, muss ich sagen. Wenn euch die Karte gefallen hat, dann schenkt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ach so, alles, was ich verwendet habe, ist natürlich unten in der Infobox, ne? Genauso wie mein Online-Shop, wo ihr das alles dann bei mir bestellen könnt. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!